herzlich willkommen, Leute, zum Silvester-Vlog 2020. Ja, dieses Video seht ihr erst 2021. Und ja, es ist relativ trüb heute. Wir haben den 30. Dezember und es ist wirklich gerade alles völlig verrückt. Vielleicht für euch nochmal zum Überblick, was jetzt gerade hier los ist. Wir sind mitten in der zweiten Welle und auch im zweiten Lockdown. Also alles hat geschlossen. Der ganze Feuerwerksverkauf und auch die Lieferungen wurden alle untersagt. Ja, und dadurch hat natürlich kaum jeder Feuerwerk und es hat auch irgendwie kaum jemand Lust auf Silvester und Feuerwerk. Also gerade ist irgendwie auch im ganzen Internet wirklich die Stimmung am Ende. Ich hoffe natürlich, dass das gerade völlig anders aussieht bei euch, wenn ihr das jetzt guckt. Und auch ich habe überlegt, was ich jetzt zünde, ob ich was zünde und so weiter. Aber wie ihr seht, hier sind halt keine Nachbarn. Aber ich werde halt nicht alles zünden. Ich möchte mich auf die Böllertouren und so ein paar Einzelvideos beschränken. Aber so ein paar Batterien werden halt wahrscheinlich übrig bleiben. Ich denke mal aber, das ist ein ganz guter Kompromiss. Und ja, ich habe auf jeden Fall die ganzen Böllertouren und so weiter schon vorbereitet, beziehungsweise alles schon sortiert. Also wieder bei jeder Böllertour so eine Mischung, Raketen, Batterien, Leuchtfeuerwerke und Böller. Und als Finale diesmal immer ein fetter Verbund. Hier und meine Restekiste habe ich auch schon, also die Sachen, die ich eigentlich nicht zünden werde wahrscheinlich. Aber wie ihr seht, das ist wirklich nicht viel. Und weil ja morgen Silvester ist, geht es jetzt daran, die ganzen Sachen auszupacken aus den Stahlkäfigen und die ganzen Zündschnüre freizulegen und die Verpackungen zu entfernen und so weiter. Die ganzen Vorstellungen zu den Artikeln habe ich schon einige Wochen sogar im Kasten. Und ja, deshalb wird jetzt erstmal hier einfach alles ausgepackt. So, da haben wir jetzt einmal die etwas leichtere Exemplare, wo einfach nur in so einem Umkarton, hier zum Beispiel von dem Verbund Shepard von Pyroland, einfach nur die Batterie drin ist. Aber bei dem Gerät wird das schon ein bisschen schwieriger, weil das Ding ist auf jeden Fall im Stahlkäfig, aber das gucken wir uns gleich auch mal an. Ja, hier haben wir das schöne Ding und hier sieht man auch ganz schnell die Anzündung. Einfach bei den kalten Fingern ist das immer blöd, wenn man das noch abreißen muss. Aber das hier ist sowieso nicht richtig draufgeklebt, also das kann man einfach so lassen. So, und bei den Batterien gleiches Spiel. Die sind ja auch immer recht einfach eingepackt. Und da haben wir es. Und was ich eben noch vergessen hatte, diese ganzen Papiere mache ich noch ab. Der Schuss fliegt halt hier durch dieses Rohr. Dadurch wird dieses Papier halt zerfetzt. Und die ganzen Schnipsel liegen dann überall rum. Und deshalb wird das Papier hier noch weggemacht. So sieht jetzt das fertige Ergebnis aus. Hier wird angezündet, hier ist die zweite Lunte. Genau, und das mache ich jetzt so mit allen Batterien. Leute, ich sag's euch, das hier sind die allerschlimmsten Verpackungen. Denn wenn ihr damit loszieht und das aufmachen wollt, ist es einfach so schwer. Weil es ist halt komplett durchgängiges Klebeband und dann alles hier mit so einem Plastik eingeschachtelt. Und das muss man auf jeden Fall im Vorfeld machen, sonst hat man wirklich ein paar Minuten verloren. Junge, Junge, das Ding ist aber auch der übelste Hohlkörper. Ein bisschen breit muss das sein, sonst fällt das Ding direkt hin. Aber es ist schon viel Luft drin. So, jetzt ist die Snap the Box an der Reihe. Da haben wir es. Ein Drahtkäfig. Um den aufzumachen, braucht ihr Handschuhe und unbedingt eine Blechschere. So, endlich geschafft. Ohne Witz, das war eine Geburt. Hier musste man sogar noch so kleine Ringe durchkneifen. Also, wenn man da keine Zange hat, dann ist echt vorbei. Aber ja, jetzt kann ich das Ding endlich da rausholen und ja, genau. Ja, Leute, es ist jetzt 2 Stunden später. Ich habe alles ausgepackt und alle Packungen aufgemacht und so. Hier sind die ganzen Stahlkäfige und ja, damit ist eigentlich die Arbeit für heute sogar schon vorbei. Und ja, jetzt warte ich eigentlich, dass endlich Silvester wird und ich die Dinger testen kann. Also, ja, wir sehen uns morgen wieder. So, Freunde, es ist der nächste Tag und es schneit. Aber es hört so langsam auf. Wir haben ungefähr 14 Uhr. Ich habe bisher noch nicht viel gezündet, aber das wird sich jetzt ändern, denn es kommen jetzt Böller dran. Hier so ein paar Böllertouren. Ja, nicht so super viele Böller, aber das machen wir jetzt erstmal im Hellen. Auch hier so Knallketten und so. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Immerhin, immerhin. Drei, hey. Drei. Mehr als drei verlasse ich.
Okay, es waren auf jeden Fall beide an, aber nur einer ist explodiert. Hört sich an wie Silvester. Seht ihr von da hinten? Ja. Oh. Guck mal, das ist Jubelbox. Alten Schlappen, ey. Alter, das ballert aber ganz schön. So, das war die erste und jetzt müsste eigentlich noch die zweite kommen. Hier, es gibt auch noch normale Menschen, die tatsächlich ein fettes Feuerwerk hier machen. Ein geheimes, aber heftig. Das ist ein Hammerschlag? Ja, hab ich. Ja, zünd. Also weiter da hinten. Ja. Snap the box die ist jetzt. Richtig wild, oder? Oh, es ist übrigens gerade fast 0 Uhr. Niemand schießt Feuerwerk oder kaum jemand. Was steht da drauf? Irgendwie Kyoto, Kamuro, ja, okay. Ja, Kyoto, Kamuro. Ja. Oh yeah. Unfassbar. Junge. Heftiges Teil, ey. Wahnsinn. Richtig geil. Bravo. So, Full Moon Party Volt. Alter, Wahnsinn. Mega Teil, ey. Alter. Heftig. Alter, wie das Ding noch glüht. Siehst du das? Das sieht aus wie so ein Teufelskreis. Wirklich, Alter, der übelste Teufelskreis. Ach du Scheiße. Junge. Hä, der ist wieder zugefallen. Ja. Aber ja, egal. Junge, ja. Wahnsinn. So, Freunde, wir haben jetzt 10 nach 0 Uhr. Oder 15 nach. 15 nach. Alles weg. Und es ist einfach nichts zu sehen und nichts zu hören. Kein Böller, wir waren die Einzigen. Wir sagen jetzt, dass Feierabend ist. Ja, wir sagen jetzt, dass Feierabend ist. Lassen Sie. Shit. Das ist jetzt alt. Tja, schade. Das passt zu diesem Silvester. Es ist alles anders, als man denkt. Alter, da hat echt ein Hammer nicht gezündet. Es hat der letzte Knall an Silvester ging einfach nicht. Ich freue mich schon auf nächstes Silvester. Aber trotzdem, wir können uns nicht beschweren, oder? Nö. Ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Ja, absolut. Genau. War auch sehr gut. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Für heute ist Silvester vorbei. Und was für eine Stille.
Unglaublich. Naja, okay. Der 1.1.2021 ist jetzt. Piepmetze sind weiterhin vorhanden, trotz Feuerwerk. Alter, ist das eine Möwe? Hier noch ein paar Reste, ein paar Böllerketten, Fontänen, Knisterteufel. Ja, aber hier liegt nicht wirklich viel rum. Das meiste haben wir direkt gestern schon weggeräumt und hierhin verstaut. Also hier sind die ganzen ausgebrannten Batterien und ja, Leuchtfeuerwerk und so weiter und die Verbünde. Und ja, soweit wirklich alles leer geschossen. Hier ist nicht mehr viel übrig. Tja, und hier, wo ich das ganze Feuerwerk vorbereitet habe, ist eigentlich auch fast nur noch Müll. Hier waren die ganzen Raketen drin. Hier sind noch so ein ganz paar vereinzelte Reste. Ja, ein paar Donnerröhren sind übrig geblieben. Ich glaube, hiervon sind noch zwei übrig geblieben. Und ja, sonst hier wirklich alles leer. Tja, und die einzigen wirklichen Reste, die ich noch habe, sind diese hier. Also noch ein paar Raketen, ein paar Funkelraketen, ein paar Böller, aber halt wirklich eine ganz, ganz kleine Menge nur. Und ja, das wird dann auf jeden Fall nächstes Silvester verzündet. Ja, Leute, und das war jetzt das Silvester dieses Jahr. Es war wirklich alles ein bisschen komisch und alles ein bisschen anders. Jetzt in ein paar Tagen wird es hoffentlich besser, denn diesen Vlog seht ihr ganz kurz vor Silvester 2021. Und ja, ich hoffe einfach mal, da sieht die Situation anders aus. Und ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. I remember.